Im Frühling ist die Landschaft an der Mur ein beliebtes Ausflugsgebiet. Sie bietet Ruhe, Entspannung und vielfältige Eindrücke. Unsere Frühlingswanderung beginnt bei der Schiffsmühle in Murek, bei der Bartholomäus-Lorbeer. Das Lokal an der Mur lockt viele Besucher an. Vorbei an Schautafeln, die über diesen Lebensraum informieren, geht es über interessante Wege aus der Stadt heraus. Vorbei an der Grenzbrücke, die Österreich mit Slowenien verbindet. Im frühen Frühjahr sind die Wiesen und die Waldböden mit verschiedensten Frühlingsblumen übersät. Nach der kalten Jahreszeit ist es eine Freude, die vielen Blüten, Farben und Formen zu sehen. Zwischen den Bäumen, ja bis selbst an den Wegesrand, wachsen würzig schmeckende Blätter, der Bärlauch. Viele Menschen aus nah und fern sammeln diese herrlich duftenden Blätter für verschiedenste Speisen. Vom Butterbrot mit fein gehackten Bärlauchblättern über Suppen bis zu Bärlauchpesto reicht die Palette an Rezepten. Der Auwald umfängt und beeindruckt uns mit seinen mächtigen Baumkronen. Noch fehlt das grüne Blätterkleid und man sieht gut das Totholz, die umgestürzten Bäume und die trockenen Altarme der Mur. Immer begleitet die Wanderer das Rauschen der Mur. An ihrem Ufer entlang geht es dann zum Ziel, dem Murturm in der Gosdorfer Au. Von seiner Plattform zielt man weit ins Land hinein. Der Überblick über den Auwald ist beeindruckend. In etwa einer Stunde hat man den Weg von der Schiffsmühle zum Turm geschafft. Eine Rast ist jetzt verdient. Wenn ich an Au denke, denke ich auch an den Psalm 23. Er hat mich schon durch einige Situationen begleitet. Er ist eigentlich ein Gebet. Und wenn auch die Au, die er beschreibt, sicher anders gestaltet ist als die hier an der Mur, passen die Gedanken auch gerade jetzt. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immerdar. In diesem Psalm wird wunderschön ausgedrückt, wie Gott von einem Er zu einem Du wird. Diese Nähe zu Gott wünsche ich jedem Menschen. Das verbindende Element in diesem Psalm ist der Vers 4, wo es heißt: Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Wer das erlebt hat, es muss nicht der Todesschatten sein, es kann eine Schwierigkeit sein im Leben. Wer erlebt hat, wie Gott einem beisteht, dann wird aus dem Er ein vertrauliches Du. So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, und du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Und als Folge all dieser Zuwendung, die der Psalmschreiber von Gott erfahren hat, sagt er: Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Es hat natürlich für uns keinen Sinn, im Haus des Herrn zu bleiben, im Sinn von einer Kirche, aber ich bleibe in der Beziehung zu Gott immer da. Das ist mein Wunsch für mich und für jeden, der das hört.